Salz. Das weiße Gold hat im Mittelalter rund um Hallein und Salzburg für Reichtum gesorgt. Daher hat Salzburg auch seinen Namen. Und aus dem Grund gibt es hier so viele barocke Prachtbauten. Schon die Kelten haben hier Salz abgebaut. Markus, wir sind jetzt direkt über Hallein und wenn man jetzt so durch die Stadt spaziert, dann kriegt man wirklich mit, was für große Rolle da Salz und die Kelten gespielt haben. Richtig, absolut. An jeder Ecke und an jedem Ende merkt man das. Seit über 2.500 Jahren, was ich informiert bin, sind die Kelten hier gewesen und haben sehr, sehr viel mit der Prägung eben der Stadt Hallein zu tun. Und wie sie ihr tägliches Leben bestritten haben, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an und vor allem auch, was das Ganze mit Salz zu tun hatte. Und ich schaue mir an, wie Salz bis 1989 abgebaut wurde. Und wo kann man das besser herausfinden als direkt im Stollen des Salzbergwerks in Hallein? Und für den Stollen muss man natürlich auch adäquat gekleidet sein. Gemeinsam mit Gernot Schuh geht es für mich mit dem Grubenhund ca. 600 Meter hinein in den Obersteinbergstollen. Von dort geht es zu Fuß weiter, durch enge Stollen und Gänge. So, und das ist jetzt das Steinsalz? Ja, das ist rotes Steinsalz. Das kann man hier auch im Berg finden. Die alten Kelten haben reines Steinsalz wie dieses gesucht und abgebaut, etwa 500 Jahre lang bis Christi Geburt. Danach war mal ein ziemlicher Einbruch im Mittelalter und begonnen hat es wieder so richtig um das Jahr 1200 unter den Fürsterzbischöfen von Salzburg. Jetzt gab es aber dann eine Pause, es wurde dann nicht mehr abgebaut, oder? Mit dem Salzabbau war 1989 Schluss, es gab eine 30-jährige Pause und jetzt geht's wieder los. Über 800 Jahre war das Salzbergwerk ab dem Mittelalter in Betrieb. Während dieser Zeit wurden am Dürrenberg bei Hallein rund 45 Millionen Kubikmeter Sohle und etwa 12 Millionen Tonnen Salz erzeugt. Und die Stollen reichen sogar über die Grenzen hinaus. So, und hier ist jetzt die Staatsgrenze und jetzt geht's rüber nach Bayern. Unterirdisch quasi. Diese hellen Stellen, das Rötliche, das ist reines Steinsalz. Es ist aber in dem dunklen Gestein hier auch überall Salz drin, bis zu 35%. Und das kann man mit Wasser herauslaugen. Um das Jahr 1200 ist das Laugverfahren hier entstanden, mit dem man eben das ganze Salz hier herausbekommt. Und das war ein großer wirtschaftlicher Erfolg. Da wurde das Wasser dann in den Berg gepumpt und das löst dann aus den Felsen das Salz raus. Und so wird es eigentlich auch heute noch gemacht, oder? Das ist die aktuelle Methode. So wird auch heute noch Salz gewonnen. Ah ja. Und jetzt, geht's da runter? Ja, da rutschen wir jetzt hinunter. Okay. Wow. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ah! Über Tag und etwa 200 Meter weiter oberhalb treffe ich Harald Bernkopf im Keltendorf. Du Harry, wir sind jetzt gerade am Dürrenberg in Hallein. Was hat der Dürrenberg mit den Kelten genau zu tun? Ja, die Kelten waren die ersten um 500 vor Christus, die hier begonnen haben, Salz abzubauen. Und hier im Keltendorf wird ein guter Einblick gewährt, wie die damals gelebt und gearbeitet haben. Und damals hat es noch keinen Strom gegeben, keinen Strom von der Salzburger AG. Wie haben die das damals gehandelt vor 2.500 Jahren? Ja, der zentrale Energieträger war definitiv das Holz. Das hat man für Werkzeuge gebraucht, zum Heizen, aber auch zum Beheizen der Sudtanne. Und das Ganze ohne Internet? So ist es. Die Salzburger AG hat damals noch nichts geliefert. Was haben wir jetzt zum Beispiel da für ein besonderes Haus? Also das war mit Sicherheit der Mittelpunkt vom Dorf. Das ist das sogenannte Versammlungshaus, wo alle wichtigen Entscheidungen, die den Stamm und auch die Arbeit betroffen haben, getroffen wurden. Die Kelten haben ja auch Salz abgebaut. Wie lange haben sie das gemacht und wo haben sie das ganz genau gemacht hier am Dürrenberg? Also hier am Dürrenberg, das kann man sich vorstellen wie ein Labyrinth. Also da haben die Kelten schon untertägigen Salzabbau betrieben. Aufgehört hat es dann mit der Römerzeit. Eben Römer haben Zugang gehabt zum günstigeren Meersalz. Und so wie dieser hier hat ein Stolleneingang ausgesehen. So, sind wir da jetzt bei Herr der Ringe oder sind wir da jetzt die Kelten? Bitte schon. Ja, doch eher die Kelten. Achtung, Kopf einziehen. Inzwischen unter Tage. Und da gibt es jetzt die Sohle zum Kosten? Genau, angeblich unglaublich lecker. Wirklich? Boah, ja, das ist sehr salzig. Das ist Wasser mit 27% Salzgehalt. Du, da herin ist jetzt irrsinnig dunkel. Und ich sehe jetzt da vorne, da sind ein paar so Leuchtkörper. Wie hat denn das immer funktioniert mit der Beleuchtung? Also begonnen hat es zur Zeit der Kelten mit Kienspänen, die zur Beleuchtung verwendet wurden. Dann ist man auf Kerzenlicht übergegangen.
Und Kapitlampe hat es zwischendurch einmal gegeben, bis zur Batteriebeleuchtung. Und heute gibt es ganz normalen elektrischen Strom hier von der Salzburg AG. Ah ja, da ist es ja richtig finster, wenn da der Strom jetzt nicht wäre, oder? Also ohne elektrische Beleuchtung wäre es hier total finster. So finster wird es draußen in der Nacht niemals. Weil man da noch Restlicht hat dann einfach. Ja. Nicht im Restlicht, sondern bei strahlendem Sonnenschein geht es für mich jetzt weiter zum Kraftwerk Gamp. Dort wird der Strom, auch der für das Salzbergwerk von der Salzburg AG, erzeugt. 2005 übrigens wurde das Kraftwerk der alten Papierfabrik Hallen von der Salzburg AG übernommen und zum neuen Kraftwerk Gamp innerhalb von 2 Jahren umgebaut. Kraftwerk Gamp ist das erste Kraftwerk in der Kraftwerkskette Flachgau-Tennengau. Seit 2007 von der Salzburg AG in Betrieb und macht Strom für ca. 15.000 Haushalte, je nach Wasserzufluss. Momentan ist wenig Zufluss, haben wir ein wenig weniger Leistung. Da ist so einiges an Dreck drin, habe ich gesehen. Woher kommt der? Naja, es ist so, in der Salzach wird, ist absichtlich oder unabsichtlich, schwemmt es an unser Kraftwerk Dreck her. Mehr natürlich, bei, wenn viel Wasser ist, dann wird vom Uferbüschung auch Bäume und so zugezogen. Ist aber natürlich auch viel Schmutz, der was in der Salzach nichts verloren hat. Ich glaube, wenn man jetzt kurz hinschaut, sieht man, es sind Fußballen drin und es ist Plastik drin. Der Schmutz wird von der Salzburg AG mit Hilfe der Rechenmaschinen entsorgt. Diese Rechenmaschine ist der große Bagger da vorne, oder? Das ist der große Bagger da vorne, der was auch in Automatik auch fahren kann. Du siehst schon meine Augen leuchten. Darf ich das mal probieren? Ja, können wir schon ausprobieren. Einsteigen? Einsteigen. Einsteigen kann ich schon. Türen schließen. Du hast jetzt da 2 Joystick, wie es bei einem normalen Bagger ist. Du kannst jetzt einmal probieren, drehst einmal so um. Dann fährt die Maschine in die Richtung. Okay. Wenn du den umdrehst, dann dreht sich die Maschine in die Richtung. So, alles drinnen liegt, unglaublich. Startknopf ist gedrückt. Ein richtiger Männerspielplatz ist es da. So, los geht's. Ja. Ein Baum ist zumindest dabei. Ja, während sich der Markus seinen Kindheitstraum erfüllt, schaue ich mir an, wie die Fische da am Kraftwerk vorbeikommen. Da gibt es nämlich extra eine Fischaufstiegshilfe. Der geht direkt neben dem Kraftwerk vorbei und mündet dann da in das kleine Bachal da. Und da geht es dann wieder zurück in die Salzach. Dahinter steckt aber schon einiges an Technik. Man hat dort verschiedenste Schieber, die eben den Wasserfluss so regeln, dass immer in der Fischtreppe eine gewisse Übermenge an Wasser ist. Und durch das hat der Fisch den Verlangen, dass er das Kraftwerk so umgeht. Gleich nebenan ist der Fischereiverein, bei dem ich dann auch noch schnell vorbeischaue. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. So, ich komme gerade von der Fischaufstiegshilfe da drüben. Ihr sitzt so als Fischereiverein direkt neben dem Kraftwerk Gamp. Was bringt euch das jetzt da? Ja, die Fischaufstiegshilfe ist gut für uns. Wir setzen zwar Fische im nördlichen Bereich der Salzach als auch im unteren, aber die Fische können eben dann barrierefrei von oben nach unten oder von unten nach oben schwimmen. Und dürfen sie quasi aufhalten, wo sie wollen? Wo sie wollen, genau. Was habt ihr da jetzt für Fische drinnen? Wir haben drinnen Bachforellen, Regenbogenforellen und Saiblinge. Das heißt, man kann dann richtig einen echten Salzachfisch genießen quasi? Man kann ihn genießen. Zuerst muss man ihn natürlich fangen. Und zuerst einmal züchten. Dann fange ich jetzt mit dem Füttern an und dann dürften ihr und der Markus vielleicht noch einen Fisch verkosten? Natürlich, ja, gerne. Wie mache ich das jetzt richtig? Schön mit Schwung hineinstreuen, ja wunderbar. Und da springen sie raus. Man, schaut das gut aus, wow. Ja, da bin ich ja ganz genau richtig. Du kommst da immer rechtzeitig, wenn es was zum Essen der gibt, Fittbauer oder? Der Fittbauer weiß, wann es losgeht, ist richtig. Ja. Wie ist der gegangen heute? Gut, ich weiß jetzt, wo dieser Fisch herkommt. Woher? Und zwar ist der Salzach ganz frisch gefangen und geräuchert. Ich habe heute auch schon gefischt, nämlich nach Holz gefischt. Nach Holz? Ja. Ich würde mal sagen, wir lassen es uns schmecken, oder? Ja, ich glaube, die alten Kelten haben das damals auch schon gegessen, ja, aber oder? Mit Salz, ja. Dann geht's los. Mahlzeit. Mahlzeit.